Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen First Look. Wir testen die Crew Motorfest und ich sage bewusst testen, weil am Wochenende vom 14. bis zum 17. September kann man das Spiel für ganze 5 Stunden lang for free testen. Ja, und damit auch über GeForce Now. Falls ihr bei GeForce Now das Spiel sucht oder aktiviert und draufklickt, ihr seht das auch, kostenloses Wochenende wird eingeblendet und falls ihr es dann starten wollt und es nicht aktiviert wird, da gibt es einen kleinen Trick, damit es dann funktioniert. Der ist nicht wirklich intuitiv und erschließt sich mir persönlich auch nicht. Ihr müsst einmal dieses Spiel in eurem Ubisoft Connect-Konto aktivieren. Ihr müsst es nicht mal runterladen oder anstoßen zum Runterladen. Ich habe auf meinem lokalen Ubisoft Connect-Client das Spiel kurz aktiviert. Und dann bin ich im Spiel drin gewesen, habe gesehen hier meine Achievements und alles sowas. Dann habe ich diesen Client wieder geschlossen und dann konnte ich das auch über GeForce Now starten. Also, falls ihr ähnliche Probleme habt, probiert es mal bitte so aus oder meldet euch in den Kommentaren, falls ihr danach Bedarf habt. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal rein in das Spiel. Ich habe die Einstellung schon vorgenommen, ich habe alles auf Ultra-Settings hochgemacht. Schauen dann auch gleich mal, was die FPS bei GeForce Now sagen. So, und damit willkommen, los geht's. So, er lädt hier und deswegen würde ich gleich mal sagen, wir gehen einmal rein. Was haben wir hier? Die rote Zahl im Paketverlust. Wundert euch nicht drüber, das ist die Summe bisher überhaupt. Aktuell sind es 0. Wir haben momentan noch eine knapp 60er FPS, die ich auch als Ziel eingestellt habe im Übrigen. Ja, und ihr seht, die Bandbreite, die ist groß. Also die funktioniert definitiv bei mir sehr, sehr gut. Wir haben das Ganze im 4K. Und jetzt sind wir auch schon so in dieser kleinen Mini-Story drin. Worum geht's? Ja, wird euch jemand angeführt, andersrum, jemand führt euch rein, was macht ihr da in Hawaii, auf Hawaii, was sind das für Games, was sollt ihr da tun? All das wird jetzt hier gleich passieren. Ich habe das Spiel ja schon mal angespielt über die Open Beta vor einigen Wochen, dann aber noch, damals aber noch über PlayStation. Und ich fand's okay. Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, das Intro-Rennen, das ist richtig geil, das macht super Spaß. Und danach, das werdet ihr dann gleich sehen, dann wählt ihr dann so eine Playlist aus, die ihr abfahren könnt. Ja, und dann seid ihr halt im typischen The Crew-Grind-Modus drin. Das heißt, ihr müsst fahren, ihr müsst Achievements sammeln, ihr müsst an Rennen teilnehmen, ihr müsst bestimmte Sachen und Punkte machen und so weiter und so fort. Meins ist es nicht. Ich weiß, dass ich das Spiel nie im Detail und auf Dauer zocken werde, aber ich weiß auch, eine Menge von euch da draußen lieben es. Deswegen will ich euch zeigen, falls ihr interessiert seid, so sieht das Spiel aus und so spielt es sich. Und jetzt sind wir hier auch gleich durch mit dem Intro. Das ist Malu. Und sie holt uns jetzt alle mal zusammen. Und jetzt müssen wir nämlich unseren Charakter einmal bilden. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, wen haben wir hier so. Wen haben wir denn hier alle so? Ha, der sieht lustig aus mit Sonnenbrille. Den nehme ich. Und ich passe den jetzt auch gar nicht weiter an den Charakter. Das ist mir also völlig Rille im Moment. Ruhig. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. So ein Flug ist immer ein Erlebnis. Also, ja, genau. Irgendwie werden alle Influencer halt eingeflogen. Ich bin Malou, die Motorfest. Das sollte mir mal bitte in echt passieren. Ich bringe euch auf den neuesten Stand. Ihr seid Ehrengäste. Genau, Athleten, wir sind Ehrengäste, Athleten, Festivalfreunde. Autofans. Alle heute hier im herrlichen Fan Hawaii. Schicken, dies ist ordentlichen das Festivalgelände. Also, weil wir hier gerade so ein Retro-Fahrzeug gesehen haben, das kann ich jetzt auch schon mal teasern. Diese Retro-Playlist, die ist richtig, richtig schick. Weil da habt ihr dann auf einmal keinen Navi mehr. Ihr habt keine Karte. Ich glaube, die Farben waren auch angepasst. Das sieht einfach top aus. Und ihr habt auch keinen Nitro-Boost zum Beispiel. Die Porsche-Playlist, also falls ihr die freischalten wollt, Zucker, also super schöne Autos, gibt eine ganze tolle Menge. Die Offroad-Playlist, ja, da fahrt ihr halt mit so ein paar Jeeps rum und auch Boot und Flugzeug. Macht Spaß, aber diese Cyber-Neon-Playlist, die will ich heute noch zocken, wenn wir soweit kommen. Also wir machen jetzt auf alle Fälle gleich das Intro-Rennen. Ach, es geht schon los. Seht ihr, hier, beschleunigen und lenken. Ich spiele das mit dem Controller. Das war so nicht geplant. Jetzt müssen wir hier erstmal direkt zum Kontrollpunkt. Genau, bremsen. Bei Made in Japan lernt ihr die japanische Autokultur von Grund auf kennen. Habe ich wieder vergessen.
Seht ihr alles? Jawohl, ihr seht die Karte unten und ihr seht auch meinen Speed. Von den Berggipfeln in die Städte. Diese Neonreise solltet ihr auf keinen Fall. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier. Ich habe fortgeschrittenen Modus angestellt, weil ich glaube, in der Open Beta hatte ich es zu einfach gemacht. Da hatte ich irgendwie... Ja, da war es mir zu einfach, gebe ich ehrlich zu. Aber so sollte das jetzt auch nicht passieren. Kontrollpunkte, da muss ich durch. Muss ich durch. Also so momentan letzter hin. Das Schöne an diesem Job. Mittendrin in der Action. Am Steuer von japanischen Drift-Ikonen. Einfach genial. Einfach genial. Jetzt trifft man hier einmal rum. Ah, ich sollte halt nicht anstoßen hinten, dann wäre das noch besser. Das war ganz okay. So, aber irgendwie komme ich noch nicht an Mastrochi vorbei. Jetzt so ein bisschen. Komm jetzt hier. Zieh Leine. Na, endlich mal ein überholt. Jetzt haben wir wieder Nitro. Ich kann noch einen Schirm. Ja, hab da noch ein bisschen was im Pedo. Da hinten kommt gleich. Achso, ich wollte gerade sagen, da kommt eine enge Kurve, aber da übernimmt erstmal wieder die Story, die Lenkung. Ah, das sieht schon geil aus. Ah, sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Über Berge und Autobahnen zu rasen war einfach unglaublich. Ja, wo könnt ihr das Spiel noch spielen? Via Cloud Gaming, auch über Amazon Luna. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Aber maximal Full HD und grafisch halt nicht so die Bombe. Ah, schaut euch das an. Das ist das Schönste. Das ist der schönste Bereich in dieser Anfangsplaylist. Mega, mit viel Sonnenuntergang, viel Matsch und da auch die Pfützen, die sich spiegeln, die Reflexion in den Autos selber. Ja, leider ein bisschen schief gekommen ist von mir. Ja, einer machen. Abseits der Straße habt ihr die Chance, selbst zu bestimmen, wo es lang geht und die weite Landschaft zu erkunden. Die Insel wird zu eurem Spielplatz. Totale Freiheit zu eurem Credo. Hier gegen diesen Baum. Jedes Mal fahre ich gegen diesen Baum. Wirklich jedes Mal. Ah, ich hab's geschafft, nicht an den Baum zu fahren. Ja, trotzdem, ich fahre halt gegen was anderes, ja. Nein. Mugen, du bist ein geborener Rennfahrer. Du musst mir mal was beibringen. Wahrscheinlich Übung macht den Meister, wirst du sagen. Ja, ja. So, jetzt haben wir eine riesen Sprungschanze. Nitro kann auch in der Luft verwendet werden. Habe ich aber leider nicht mehr. Wow, das ging aber. Ey, bergab auf einmal. Hier könnt ihr die ausgetretenen Pfade verlassen. Ab, du. Geh rüber. Früher hat man gesagt, Platz da, hier kommt ein Mazda. Ja, warum grindet er so blöde? So, jetzt wieder. Aber immer wieder. Schön, Berg hier. Wuhu! Alter, wo ich so einen Speed drauf hatte, ich das wieder. Improvisation. Bei der nächsten Playlist geht's allein um Wettkampf. Soundtechnisch muss ich auch sagen, macht uns auf jeden Fall Fun. Ich habe den Streamer-Mode angestellt. Ihr könnt dann selber auch eure Titel ein bisschen bevorzugen und auswählen, was ihr so hören wollt. Das ist schon geil gemacht. Eigentlich ideal für so einen Community-Play-Abend, muss ich mal ganz ehrlich wieder sagen. Werden wir wahrscheinlich auch bei Cloudplay machen bei der nächsten Show. So, das steuert sich jetzt ganz anders. Ja, auch gut so. So soll das ja sein. Aber auch hier kann man driften, wollte ich gerade sagen. Aber so richtig kann man es eben dann doch nicht, ne? Warum ich auch immer hupe hier. Bei Motorsports dreht sich alles um Bestleistungen. Die Spannung ja, und der Rennwagen hat kein Nitro, wie ihr seht, ne? Ist nicht in den Einstellungen. Und die Reifen nutzen sich ab. Ja genau, jetzt kommt dieser Boxenstopp hier.
ich muss einmal hier in die Box rein. Und dann übernimmt wieder der KI die Steuerung. Bodenhaftung wieder hergestellt. Top, so schnell geht's. Und weiter. Habe ich jetzt welche überholt? Nein. Kommt natürlich genauso von mir aus. Aus dem Nichts. Mit dem eigenen Team in der Königsklasse des Motorsports zu triumphieren. So ein bisschen arcade-lastig liebe ich das Racing, ja, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ihr seht es ja, ich eck immer überall an. Egal ob Auto oder Strecke, ist mir völlig egal. Ich will einfach nur Spaß haben beim Fahren und möglichst weit vorne landen. Deswegen haben die Sessions zum Beispiel auch mit der Wreckfest immer so viel Spaß gemacht. Oder auch Grid Legends, absolut. Einlegen, die Konkurrenten im Auge behalten, das ist ziemlich anstrengend. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Dieser Blick gerade von der Fahrerin. Absolut im Tunnel, würde ich sagen. Es war schön als Champion, aber dann wurde es oldschool. Genau, jetzt kommt diese Retro-Playlist, von der ich gerade schon gesprochen habe. Ah, da haben wir so einen Sepia-Ton auf einmal drüber. Vintage Garage, so heißt die Playlist, genau. Aber was das für schöne Autos sind. Also jetzt hier natürlich mein. Ist schon mal nice, aber auch den werden wir jetzt überholen. Da vorne noch so einen richtig alten. Weiß ich gar nicht, welche Taste das wäre, zum Beispiel, um eine Kamera zu ändern. Das hätte ich jetzt gern mal gemacht. Es geht darum, wie sie sich fahren, die Tasten habe ich noch nicht. Und sich anfühlen. Das war eine echte Herausforderung. Die war es nicht. Aber okay. Eine gute. Probier's. Wenn ich mal fahren könnte. Als Sammler, wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit solchen Legenden eine Spritztour zu machen? So, was haben wir noch? Das war's nicht, das war's nicht. Vintage Garage. Das auch nicht, ne? Ah, ja. Zurück in eine Zeit, als es kein Nitro ja, für den hier, schaut euch das an. Und kein GPS, Wahnsinn. Das sagt, geil, das Cockpit gemacht. Irgendwie beruhigend. Mega, aber ich gebe ehrlich zu, so kann ich nicht fahren. Lass mich eins zu weit machen. Diese Schilder stehen doch eh nur im Weg. Weg damit, weg damit. Driften müsste ich auch nochmal üben. Ach man. Alles schon gut gemacht. Also das Spiel gefällt mir, war lange in der Entwicklung und ja, es ist halt ein typisches Deep-Loop-Spiel. Das werde dann in der offenen Welt auch definitiv mehr erkennen. Aber es hat ein Upgrade erfahren. Ein gutes Upgrade, ein tolles Upgrade. Und ja, ihr könnt sammeln Autos, ihr könnt Punkte sammeln, die ihr in Autos umtauschen könnt. Ihr könnt kaufen, viel Geld ausgeben, wenig Geld ausgeben. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ich würde nie Geld ausgeben für sowas. Das ist ein anderes Thema. Lamborghini. Eine eigene Playlist für dieses berühmte bahnbrechende. Lambo. Mir gehen die Adjektive aus. Und hier gibt es jetzt wieder Nitro. Der lädt sich ja eher langsam auf. Als ihr das Lamborghini-Logo gesehen habt, wusstet ihr doch sicherlich Bescheid, oder? In dieser Playlist stehen euch einige der berühmtesten Automodelle zur Verfügung. Und ihr werdet das dann auch in der offenen Welt merken, Streckenführung ist so vorgegeben, natürlich, also so. Aber ihr könnt dann auch trotzdem so ein bisschen abseits fahren. Abkürzungen nehmen oder auch nicht. Oder wenn ihr durch Hawaii bzw. durch die Insel durchmacht, kommt ihr natürlich auch manchmal an anderen Challenges vorbei. Da kommt dann mal so eine Slalom-Challenge, meine Höchstgeschwindigkeits-Challenge. Alles mit am Start. Dass ihr euch einfach so ein bisschen die Open World schmackhaft gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Höchst konzentriert bin ich noch. Ein seltenes Privileg, mit so vielen dieser Legenden zu fahren. Und all das habe ich Motorfest zu verdanken. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt sind wir dran. Ich fahre doch schon die ganze Zeit. Was laberst du? Thank you.
schon gut aus. Ich weiß, ich wiederhole mich. Findet ihr auch, dass es gut aussieht? Hat's euch gefallen? Also das war nur die Spitze des Eisbergs. Aber eins nach dem anderen. Folgt mir. Seht euch mal um. Das ist, worum es hier geht. Autos, Benzin, PS und kein Stress. Ihr werdet das Festival schon sehr bald erkunden können. Genau. Und das Festival an, ist das Ganze aufgezogen. Ich erinnere mich. Und nirgendwo kann man sich besser beweisen als... Also man will irgendwie so vermitteln, Leute, habt Spaß, es ist ein Festival, es ist eine geile Insel, es ist Sommer, es ist Sonne. Macht Spaß, tunt eure Autos, lebt das Ganze. Man schafft das auch, finde ich, in der offenen Welt und vor allen Dingen dann auch im Multiplayer. Aber diese ganze Intro-Kacke hier, also, sorry. Ah, ich weiß, muss irgendwo dazugehören. Sobald aber du dein Auto hast, übergebe ich dich an Kara. Was haben wir hier schön? Deine KI-Assistentin. Im Zweifelsfall kannst du dich auf ihren Rad verlassen. So, haben wir ein Honda? S2000? Hier. Sieht nice aus. Haben wir hier hinten noch ein Muster? Nehmen wir mal den. Unterstützung aktiviert. Alle Motoren los. Zum Beispiel eine KI-Unterstützung. Para, so eine Assistenz. Wozu? Weshalb? Warum? Einfach weglassen und sagen, hier, das ist, gehört zum Spiel dazu. Hi, ich bin Kara. Ich werde dir bei der Wahl einer Playlist helfen. Ja, du wirst mir. Nicht gut? Made in Japan. Fahre und drifte. Genau, also ich habe die Hawaii-Scenic-Tour, die habe ich schon gemacht, die macht Spaß. Die, ich glaube, die hatte ich mal angefangen, Wool Streets. Irgendwie habe ich dann auch noch so eine Retro-Playlist gemacht, aber Made in Japan spielen wir jetzt einmal an. Willkommen zur kostenlosen Demo von Crew Motorfest. Solange kannst du die kostenlose Demo noch genießen, noch 4,5 Stunden. Größten Highlights erleben, entdecke allein oder mit deiner Crew die lebendige, offene Welt und nimm an vielen spannenden Rennen teil. So, wer das in der Free-Version hier, in dieser Testversion hier macht, da kann natürlich seine Fortschritte dann auch mitnehmen, wenn er das Spiel kauft. Eine Playlist zur Verfügung. Und oder vielleicht auch diese Ubisoft Plus abonnieren. Rennkultur bringen. So, hier oben seht ihr jetzt auch hier die Navigation, ja, das gelbe Band, nenne ich es mal. Das ist so, wo es dann lang geht. Also zum einen auf der Karte eingeblendet, zum anderen dann über die Straßen hinweg selber auch. Und ihr bekommt natürlich, je nachdem, was ihr hier mal so macht, so wie ich hier rumdrifte, so ganz blöd, ja, dann bekommt ihr mal immer Punkte. Und Tara kann das auch öffnen. Tara kann mit mir diese Playlist jetzt auswählen. So, und dann machen wir das mal. Dann kann ich zum einen den Player öffnen. Der hat mich dann halt direkt hin, ja. Zeigt mir das an. Oder Wegpunkt entfernen. Oh, jetzt habe ich einmal nie auf. Japanische Fahrzeuge sind der Traum aller Schrauber. Diese Flitzer haben es in sich. Ich weiß aber, dass es auch eine Schnellreise gibt. Allerdings, ich glaube noch nicht jetzt. Wie komme ich denn jetzt? Warte, die falsche Taste. Die Taste ist es. Genau. Einmal die Karte hier. Da seht ihr dann auch das, dieses Festivalgelände, was hier ist. Könnt ihr verschiedenste Touren starten oder halt wirklich dieses Zentrum, wo die ganzen Autos vielleicht auch manchmal Verspieler sind, der gibt so einen Hub. Und irgendwann wird dann auch die Blitzreise, so heißt es ja, Blitzreise freigeschaltet. Momentan ist es halt nicht möglich, aber ihr könnt immer so einen Wegpunkt setzen. Und wir fahren jetzt einmal zum ersten Rennen von dieser Japan-Playlist und dann fahren wir genau das erste Rennen und dann reicht das auch für dieses First Look. Weiß zum Beispiel noch nicht, durch welche Autos kann ich durchfahren, durch welche nicht. Spoiler Alert! Du wirst in den Bergen driften und mit vollständig getunten Fahrzeugen antreten. Wow, nein, nicht und in See, nicht in See. Wer könnte dich besser einführen als japanische Rennfahrer? Bald erfährst du mehr, aber zuerst sollten wir zum Container flitzen. Ah, ja, ja, also diese Assistentin, die würde ich am liebsten ausschalten, gebe ich euch zu.
Habt ihr gerade gesehen, da war so eine Playlist der Vintage Garage. Das ist das mit den Retro-Autos, was richtig fun macht. Absolut. Und da hinten seht ihr jetzt auch schon am Horizont Made in Japan. Was ich jetzt parallel nochmal probieren könnte, ist nochmal Steuerung N. Jawohl, ihr seht, es gibt immer noch meine 60 FPS. Kein Problem. Sind wir locker dabei. Wir gleich da und dann schauen wir auch noch mal kurz, wie das denn nachts abläuft in den FPS, ob es hier Einbrüche gibt in der ganzen funkelnden Stadt, was ich nicht glaube. Wir fahren da immer einfach her, wenn er so eine Blitz stoppen will, einfach ranfahren, völlig wurscht. Ich mach das Ganze mal klein gemacht. Gibt es so ein kleines Intro hier. Seht ihr auch immer die Autos, die werden euch gestellt für eine Playlist, damit ihr dort mitfahren könnt, aber immer nur die Standardmodelle. Oder ihr habt natürlich dann eigene, bessere Fahrzeuge, wenn man richtig ist. Hey, in Japan. So. Playlist alles kennenlernen, was japanische Fahrer drauf haben. Genau, erstes Event. Also alles hier Schritt für Schritt poppt das alles auf. Genau, jetzt sind diese Events da. Kann immer noch nicht direkt hin. Das ist übrigens die Insel, jetzt seht ihr sie mal. 6 Prüfungen freigeschaltet, 5 Fotoaufgaben verfügbar. Was haben wir noch? Blitzreise zum Container freigeschaltet. Also jetzt haben wir ein Ziel, wo wir immerhin mal schnell immer zurückkommen können. Nämlich dort, wo die Playlist startet, beziehungsweise weiter. Gehen wir zur nächsten Aktivität über. So, genau. Also fahren wir hin zum ersten Rennen. Jetzt sind wir erstmal nur die Playlist dran. Also man kann natürlich auch seine 5 Stunden hier einfach nur rumfahren verbringen. Also kommt Japan zu dir. Heute Abend gibt es ein Treffen am japanischen Tempel. Der Beginn eines neuen Abenteuers. Hier geht's links hoch. Traditioneller japanischer Sommervibe und viele Kyusha-Autos. Kultig, klassisch und made in Japan. Ja, Kara, jetzt halt den Mund. Außerdem kannst du dich auf spannende Begegnungen freuen. So, da oben seht ihr. Auf dem kleinen Hügel. Geht's los. Ungefähr so. Also oben, habt ihr das kurz gesehen? Hat sich links eingeblendet, dass da in der Nähe so eine Fotoaufgabe war. So, Bestenliste 2.15 weltweit, das Bestenergebnis. Die Playlist, die ich jetzt direkt starten könnte. Was haben wir hier noch? Ein beschränktes Fahrzeug, genau, das wird mir geliehen. Event-Einstellungen kann ich nicht ändern. Schwierigkeitseinstellungen habe ich jetzt momentan. Ich habe ja hier ja, fortgeschritten gemacht. Ziel Top 3, Schwierigkeitsbonus 10%. So viel Experience und Geld würde ich halt bekommen. Deswegen probieren wir das mal, ob ich denn wirklich so gut bin. Also ich nicht glaube, ob ich Top 3 reiche. Gebt mir Mühe, Leute. Ich gebe mir Mühe. Und wieder so ein Intro. Aber wenn ich das alles mal deaktivieren könnte, das ganze Gelaber und die ganze Intro, einfach nur rennen, rennen, rennen. So. Ich glaube, da oben die Anzeige mit den Frames, Steuerung mit N übrigens, ich wiederhole es immer wieder, weil es immer wieder die Frage gibt, wie kann man es einblenden. Steuerung N, kann ich dann langsam ausblenden. Sorry fürs Warten. So, ist the pack, okay. Zeigst du uns mal ein paar Tricks? Ein paar Tricks? Ich? Probier mal den hier. So, jetzt aber. Jetzt geht es noch mehr. Rüber. Wow. Geht gleich durch den Sprung hier los. Okay, das Spiel geht los. Jetzt ist japanisches Street Racing angesagt. Jetzt haben wir hier wieder einen anderen Kommentator. Ach, das ist der, der mich gerade gesagt hat, ich soll mal ein paar Tricks zeigen. Alles klar. Also, Flames-technisch oben, es bricht nichts ein. Es sieht genauso schick aus wie vorher. Muss ich
aufs Fahren konzentrieren. Jetzt mache ich aber die Anzeige mal aus. So. Dann seht ihr auch genau, auf welchem Platz ich bin. Weiter. Aber nichts ist umsonst. Du musst eine Rolle spielen und uns ein bisschen herausfordern. Ganz ohne Stress. 25% haben wir momentan geschafft. Keine Angst, Bruder. Und immer wieder schön den Nitro nutzen, Leute. Denkt dran, ihr habt den Nitro, zumindest in den meisten Rennen. Mit dem Honda aus? Nutzt ihn der also NSX auch. Ist kein normales Straßenauto. Er wurde in den 90er Jahren gebaut, um mit Ferrari und Porsche mitzuhalten. Du klingst schon wie Shingo. Ja! Apropos Shingo. Alter, geht's, komm. Wenn uns ein Neuling mit seinem NSX besiegt, wird er uns das ewig vorwerfen. Diese Genugtuung will ich Shingo auf keinen Fall gönnen. Konzentrier dich und gewinn das Ding. Ja, der Drift ist mir fast gelungen. Aber das Rausbeschleunigen aus der Kurve war nicht so gut. So, jetzt guck ich, wie weit die anderen hinter mir sind. Weißt du eigentlich, wofür NSX steht? Nein, sag's mir. New Sports Car Experimental. New Sports Car Experimental. Dich hab ich nicht gefragt, Tina. Pfütze gerade wieder, sehr geil. Wow! Nein! Völlig krass, dass meine Mauer abgerannt. So, noch bin ich aber Erster. Hat anscheinend genügend Vorsprung. Diese Streckenführung hier liegt mir überhaupt nicht in den Bergen. Ich wollte jetzt auch mal wieder rausbeschleunigen. Nee, ich sehe kein Canyon da links. Das ist dunkel, Mädel. Außerdem muss ich mich auf die Strecke konzentrieren. Schon besser, schon besser. Ah, wieder schlecht. Mist. Einmal um die Kurve hier rum. Dieses hier. So, 90% geschafft. Was für eine Festivalstimmung. Ich bin höchst konzentriert. Ich will ja nicht anecken und gewinnen. So, also, gleich haben wir das Ziel erreicht. Yeah! Ich bin Erster. Reich und die Top 3 habe ich geschafft in 3 Minuten. Aber das Auto sieht entsprechend aus. Ist mir aber völlig egal. Boogie Boogie sozusagen. Das habe ich gut gemacht, bin ich der Meinung. So, ja, 9 Sekunden immerhin. Das ist in Ordnung. So, dann können wir neu starten, können wir in der besten Liste. Ja, dann schauen wir uns mal die besten Liste an. Welt 215. Ich bin im Platz auf 90.891, immerhin. Jetzt haben wir ja noch Super Gaudi 2 dabei, Dragon Cara. Haben wir eine ganze Menge an Leuten da. Old Grumpy. Nice. So, weiter geht's. Jetzt bekommen wir unsere Experience Points. Müssen wir ja alle auffüllen. Mainstage-Zeit kosten. Sobald du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Belohnungen. Bugs kannst du verwenden, um Fahrzeuge und Tuningteile zu kaufen. Genau. Und dann bekommt ihr immer noch so ein paar Boni dazu. Und dann war es das mit dem ersten Rennen in der Playlist. Ihr könnt dann beispielsweise einfach dann wieder zurück. Zum nächsten Playlist fahren, zum nächsten Rennen fahren oder solche Fotoaufgaben machen, wie ihr wollt. Das will ich aber alles gar nicht. Sondern ich wollte euch ja nur zeigen, in einem kleinen, feinen First Look hier bei GeForce Now, wie The Crew Motorfest sich spielt, wie es aussieht, ob es Spaß macht oder nicht. Ja, es macht Spaß. Und es ist eigentlich so das richtige Spiel, um mal runterzukommen nach einem stressigen Tag und sich nicht in Starfield Grind und Loot zu verlieren, sondern einfach eine Runde rumzurasen. Noch besser natürlich gerne über Multiplayer mit euch da draußen. Deswegen, das Wochenende ist noch lang. Vielleicht mache ich da wirklich noch was draus. Muss ich mal schauen. Das soll es aber jetzt an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Lieben Dank, dass ihr mit am Start wart. Es hat mir Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder in The Crew Motorfest. Wir sehen uns. Ahoi und ciao. So, wie komme ich jetzt hier raus? Nee, ich will es direkt beenden. Spiel verlassen. Hier. Ja.